Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich hier so ein Full-Face New In. Ja, und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe Bock, einfach so ein bisschen mich herzurichten, weil ich werde gleich noch Adventskalender-Unboxings drehen und ja, deswegen sind wir hier. Es ist tatsächlich schon abends spät, ne? Also wir haben es jetzt 8:30 und ich habe jetzt heute über Tag mir eine Schicht Mascara drauf gemacht. Ich hoffe, dass das Ergebnis nicht allzu sehr verfälschen wird, aber wir schaffen das schon. Ansonsten habe ich meine Gesichtspflege drauf und ihr findet super viele von den Produkten, die ich hier habe, auch bei Lookfantastic, wo ihr mit Claudi Welt drauf sparen könnt. Ich habe euch aber alles, was ihr hier finden könnt, in der Infobox verlinkt. Also ein Teil ist PR, ein Teil ist selbst gekauft, ne? Das ist immer so Mischmasch, sage ich jetzt mal. Ne? Das habe ich mir zum Beispiel auch selber gekauft. Das ist hier von Lancôme, das Priming Serum. Und das ist sehr, sehr interessant. Also als ich das gesehen hatte online, habe ich mir gedacht, das muss ich mal ausprobieren. Wir haben hier sehr, sehr hochwertig, weil auch wahrscheinlich sehr, sehr teuer, ne? Einen Spatel auch mit dabei. Und dann klappt man das so auf und hat hier, ich dachte erst tatsächlich, das wäre so ein Kaschending, aber nee, das ist wie eine Creme. Und 14,5 Gramm sind hier drin enthalten. Das ist so ein wunderschönes, rosiges Tönchen, wo du eigentlich mit dem Spatel, wie gesagt, gut reingehen kannst. Aber ich glaube, dass das so auch... Nee, da kriegst du viel zu wenig, ne? Muss er auf jeden Fall mit Spatel machen. Es tut einem so weh, weil das so teuer war. Aber gut, ja. Mache ich hier mal auf diese Seite ein bisschen was drauf. Aber das... Oh, das riecht sehr, sehr angenehm, sehr pflegend. Das hat was von einer ganz simplen, reichhaltigen Creme. Ich hoffe, dass sich das mit meiner Hautpflege verträgt, die ich drunter habe. Aber mal gucken, ne? Die ist ja schon seit einem Weilchen drauf. Ich hätte mir auch vorher das Gesicht reinigen können. Habe ich nicht gemacht, läuft bei mir. Nee, aber das geht tatsächlich. Finde ich gut. Fühlt sich aber so an, als würde es gleich krümeln wollen. Wir schauen mal. Es macht halt einfach, dass die Haut genährt wird. Viel mehr würde ich jetzt gar nicht so sagen dazu. Und auch wenn das so rosa eingefärbt ist, färbt es nicht die Haut ein. Das finde ich schon mal positiv, weil dann können halt auch alle das so verwenden, ne? Macht auf jeden Fall ein genährtes Hautbild. Solide Geschichte. Kann man auch als Creme verwenden, wäre dafür aber wahrscheinlich sehr teuer. Wir bleiben auf einem sehr hochpreisigen Niveau. Da habe ich hier von Shiseido die Revitalescence Skin Glow Foundation. Das ist dieses super schwere Teilchen hier. Und ich habe sie in der Farbe 140 Porcelain. Ich schüttel die vorher mal wahrscheinlich. Muss man das vorher machen, oder? Hört sich auf jeden Fall so an, als müsste man das machen. Hab mir jetzt die Crash Cosmetics Pinsel geholt und gebe mir hier mal von der Foundation ein bisschen was auf den Handrücken. Und ja, es ist sehr flüssig. Wow. Sehr, sehr hell, aber wahrscheinlich für mich einfach auch passend. Okay, die ist extrem leicht. Von der Deckkraft her. Lässt sich richtig schön verteilen. Die ebnet auf jeden Fall das Hautbild aus, an. Ebnet es irgendwie. Und hinterlässt ein mega, mega Glow. Das Ding bei mir, also auch farblich passt die definitiv, ne? Ich war jetzt vor ein paar Tagen zur Ausreinigung, deswegen habe ich hier auch noch so ein paar Stellen. Das heißt, für mich ist sie jetzt aktuell eigentlich nicht deckend genug, aber da muss gleich dann der Concealer her. Ich nehme jetzt noch einen zweiten Pump-Hub für die andere Seite. Ich glaube, ich arbeite mir das aber auch noch mal ein bisschen besser mit dem Schwämmchen ein, weil so ein paar Pinselstriche konnte ich jetzt dann doch noch sehen. Aber ich glaube, das ist eine schöne Foundation, auch so für den Alltag, ne? Ja, die setzt sich ein bisschen ab auf den Unreinheiten, muss ich sagen. Da habe ich tatsächlich jetzt so, ja, die versucht es, sage ich mal, abzudecken, aber sie schafft es nicht ganz und krallt sich deswegen eher so an den Hautschüppchen fest. Wisst ihr, was ich meine? Super widerlich, Entschuldigung. Aber so ist das. Ich finde sie aber wunderschön. Also die werde ich auch gerne tragen, wenn ich halt nicht hier unten gerade so eine abklingende Mr. Fred Ausflugsfamilie, die rausgeworfen wurde, habe. Als nächstes verwende ich einen Concealer und da weiß ich nicht, ob die Farbe passt. All Hours Precise Concealer, das ist von Yves Saint Laurent in der Farbe LC1. Der ist nämlich dunkler als meine Foundation. Das ist natürlich ein Träumchen, ne? Aber es ist halt auch Porcelain irgendwie. Also jedenfalls meine ich, Porcelain ausgewählt zu haben. Bin ein bisschen verwirrt, aber gut. Ja, wunderschönes Verpackungsdesign. Super fancy Applikator, also der ist eckig. Fancy. Und den trage ich mir jetzt zum einen unter den Augen auf. Der hat auch so einen Aprikostich mit dabei, ne? Ich glaube, den verwende ich auch heute direkt mal als Lidschattenprimer. Und dann werde ich auch hiermit noch hier unten versuchen, die Deckkraft etwas zu erhöhen. Denn das Kinn ist aktuell halt so ein bisschen
meine nicht so schöne Zone, ne? Oh, den finde ich schön. Der macht tatsächlich einen guten Job. Hier hätte ich jetzt ehrlich gesagt erst gedacht, dass es eine etwas höhere Deckkraft hätte. Also für am Kinn macht er das auf jeden Fall sehr, sehr gut. Er setzt nicht irgendwie sich komisch ab oder sonst irgendwas. Und unter den Augen hat es eigentlich auch ganz gut funktioniert. Aber der hat tatsächlich eher eine leichtere Deckkraft. Und deswegen passt er auch tatsächlich zur Foundation. Also ich hätte jetzt erst gedacht, dass der Ton vielleicht etwas zu dunkel ist. Aber man sieht es auch, ne? Wenn ich den jetzt hier so auftrage, der ist jetzt nicht so super pastig oder so. Ganz interessant. Ich glaube, ich lasse das jetzt auch heute einfach erstmal so. Ja. Ist auf jeden Fall alles, vor allem jetzt im Vergleich zu, wie ich das Video ja gestartet habe, etwas entspannter, etwas ausgeglichener, ne? Das finde ich schon mal sehr positiv. Ich würde aber tatsächlich eher eigentlich aktuell dazu tendieren, eine etwas deckendere Foundation zu verwenden und auch einen deckenderen Concealer. Und das liegt aber auch eher daran, dass ich einfach gerade so eine Hautsituation habe und dass die Studiolichter und so weiter das Ganze ja auch beeinflussen. Nun, wir machen jetzt mal mit cremigen Texturen weiter. Da habe ich hier von Revolution Pro Glow Added Cream Bronzer in der Farbe Medium Bronze. Der ist auf so vielen Seiten immer wieder ausverkauft und ich weiß nicht, wo ich den jetzt noch finde, um euch den zu verlinken. Super beliebtes Produkt und da nehme ich mir jetzt auch den Foundation Pinsel her, auch der von Crash Cosmetics. Nimm da ein bisschen was auf, um mir das dann auf mein Gesicht zu geben. Ja, der erinnert tatsächlich auch an viele Cream Bronzer aus dem High-End-Bereich gegebenenfalls, ne? Den ich jetzt auch in meiner Schublade habe. Lässt sich richtig schön verarbeiten. Wow! Auf jeden Fall von der etwas wärmeren Seite. Also ich sehe auf meinem kühlen, neutralen Hautunterton auch noch so, ja, was Gelbliches. Ne? Also das sieht sehr, sehr warm auf meiner Haut aus. Was aber nicht schlimm ist, glaube ich, ne? Okay, der trägt auch ein bisschen die Foundation ab, muss ich sagen. Also hier sehe ich das zum Beispiel, ne? Dass es da etwas kritisch wird. Und der hat auf jeden Fall auch einen Glow mit dabei. Was bei mir dann natürlich jetzt nicht so schlimm ist, in Anführungsstrichen, weil ich darüber ja eh noch gleich Puder auftrage. Aber es gibt ja auch welche, die den Bronzer nach dem Pudern auftragen. Könnte ich nicht, sieht bei mir immer merkwürdig aus. Da könnte man dann auf jeden Fall den Glow noch sehr intensiv sehen. Ne? Muss man für sich selber wissen. Aber er gibt auf jeden Fall einen Bronzing-Effekt, der nicht zu stark ist. Also bei mir passt die Farbe auch wohl ganz gut. Aber eigentlich halt auch nicht so meine 100% persönliche Präferenz. Also ich bin dann halt eher so jemand, die sagt, ein bisschen was Aschiges darf es sein. Da hat, glaube ich, Catrice ja auch jetzt gerade einen im Sortiment mit aufgenommen, den ich da wahrscheinlich eher verwenden würde. Ne? Also ich mache hier unten noch ein bisschen so Kontur, in Anführungsstrichen, obwohl es ja, ja warm ist. Aber so sieht dann der Cream Bronzer von Revolution Pro aus. Kann man sich angucken. Ne? Hier unten muss ich die Kante noch ein bisschen schärfen, aber da gehe ich gleich eher mit dem Puder nochmal lang. Laura Mercier hat jetzt mal so einen Liquid Highlighter rausgebracht. Da habe ich mir jetzt mal die Farbe Champagne Pink bestellt. Und das gucken wir uns mal auf dem Gesicht an. Hat hier so ein Puschelding. Dann drucken wir das Produkt hier immer so ein bisschen hoch. Können wir erstmal swatchen. Oh, ja, also wirklich Champagne Pink. Warte, ich verteile das hier. Warte, lauf nicht weg. Und hier mache ich das dann ungedingst, ne? Also hier sehen wir das dann einmal, wie das einfach direkt rauskommt. Und daneben, wenn ich das halt schon verblendet habe. Sieht sehr, sehr schön aus. Aber ich kann mir vorstellen, dass es ein bisschen wenig Schimmer mit drin hat. Mal schauen, ich gebe mir das ja hier ganz gerne auf. Und das kann man sich dann mit verschiedenen Arten verteilen. Ich versuche es jetzt erstmal hier mit dem Pinsel. Kannst du natürlich auch mit dem Finger machen oder mit dem Schwämmchen. Und mit dem Pinsel wird es sehr, sehr natürlich. Also dieses Produkt auf jeden Fall. Ne? Und sehr, sehr schön. Also das mag ich gerade sehr, 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 sehr gerne. Also insgesamt, was ich jetzt so im Gesicht habe, gefällt mir das. Dann habe ich hier von Lancôme auch noch etwas. Und zwar Juicy Tubes in der Farbe Dreamsicle. Dreamsicle? Ist wahrscheinlich eher so ein Lipgloss, aber ich wollte mir das jetzt so als Art Lippenpflege auftragen. Kommt aus so einer Quetschtube. Okay. Sehr buttrig, würde ich sagen, vom Gefühl her. Und es wird ganz schön hell. Hätte ich nicht gedacht. Okay. Ich hätte mir das glänzender vorgestellt. Also, das ist halt wirklich wie ein Lippenbalsam, ne? Und nicht so ultimativ wie ein Lipgloss. Sehr, sehr subtil.
Ob man dafür so viel Geld ausgeben muss, ist jetzt jedem selbst überlassen. Ich habe es mir jetzt zusammen mit dem Primer nämlich geholt, weil ich da was für Umme mit dabei gekriegt habe. So, jetzt mache ich mal was ganz Wildes. Und zwar habe ich normalerweise das in der Reihenfolge so, dass ich loses Puder unter dem Auge verwende und gepresstes Puder komplett übers Gesicht. Ha, dieses Mal machen wir das jetzt aber so, dass ich gepresstes Puder unter den Augen verwende, weil es rosa ist. Easy Bake and Snatch von Huda Beauty ist so ein neues Ding, ne? Cherry Blossom Cake, beziehungsweise so neu ist es nicht, es ist einfach nur wieder restocked gewesen und dann habe ich es mir einfach mal gegriffen bzw. gekauft. Und ja, ich gehe normalerweise mit einem Schwämmchen in sowas rein, aber ich bin jetzt mal nicht so wild, ne? Ich nehme jetzt einfach einen Highlighter-Pinsel. Vorher sollte ich vielleicht mal unter meinem Auge gegebenenfalls Creasing oder so wegmachen und genau, gehe da mit dem Highlighter-Pinsel hier rein, um dann damit unter meinen Augen das Ganze zu setten und gleichzeitig hält es ja auch ein bisschen auf immer, ne? Gebe es auch ein bisschen auf mein Auge drauf. Also es fühlt sich gerade echt so an, als würde ich so einen kompletten Alltagslook schminken. Vollkommen wild, aber sieht so gut aus. Seht ihr das auch? Ich finde es, also mir gefällt es total. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich mein Spiegel hier eben sauber gemacht habe und dadurch alles ein bisschen besser sehen kann. Oder ob das wirklich gut aussieht. Ich glaube, das harmoniert gerade alles sehr gut, ne? Und das ist ein sehr schönes Puder. Also ihr seht es ja auch, es wird jetzt nicht irgendwie rosa unter meinen Augen. Und es gibt nur einen ganz, ganz leichten Aufhellungseffekt. Es gibt es ja auch von unterschiedlichen Marken, aber das hier gefällt mir sehr. Denn ich suche jetzt zum Beispiel auch noch nach einem Ersatz. Ich habe ja in meinem Project Pen aktuell dieses Essence Silk, All About Matte, Silky, irgendwas. Das gibt es ja nicht mehr. Aber es ist ein rosa Puder. Ach guck mal, du hättest ja auch noch so eine kleine Quaste dabei gehabt. Ja, guck. Ich suche nach einem Ersatz und das könnte tatsächlich einer sein. Einer, der ungefähr das Zehnfache kostet, aber immerhin, ne? Gut, als nächstes habe ich jetzt für mein komplettes Gesicht von Milk auch ein neues Produkt. Das ist das Pore Eclipse Translucent Loose Setting Powder. Und das hatten die ja, also Translucent Light ist hier die Farbe, das hatten die auch vorher in so einem Riesenpot, aber das haben die aus dem Sortiment genommen und jetzt in so einem kleinen Pot wieder ins Sortiment mit reingenommen. So, kannst aufdrehen und dann gebe ich mir da ein bisschen was von in den Deckel. Oh, das scheint sehr fein zu sein. Das finde ich schon mal sehr, sehr positiv. Und da nehme ich mir jetzt einfach mal so einen großen Pinsel, ne? Und fette damit ganz leicht mein Gesicht. Ich möchte ja trotzdem noch, dass der Bronzer und der Highlighter durchscheinen. Und auch der Glow von der Foundation. Also das ist wirklich sehr schön, sehr translucent. Ne? Mattiert aber auch nicht zu sehr ab oder so. Das finde ich echt positiv. So ein bisschen was muss ich nachnehmen. Also mir gefällt das. Ne? Was meint ihr? Macht ein schönes Finish. Jetzt nicht super weich gezeichnet oder so. Aber das muss es jetzt ja auch gerade einfach nicht. Es soll den Glow durchlassen. Es soll wirklich einfach translucent sein. Und das ist es. Gefällt mir. Bin ganz baff, ne? Also bislang macht das alles einen ganz guten Eindruck. Dann habe ich mir hier das Too Faced Blush bestellt. Cloud Crush Blurring Blush in der Farbe Tequila Sunset. Das schaut einmal so aus. Die Farben sahen online nämlich nicht so super intensiv aus. Da habe ich mir gedacht, gut, dann hole ich mir den hier einfach mal. Schaut so aus. Sehr, sehr klein auch irgendwie, ne? Das ist ganz interessant. Ist eher so ein Aprikoton, also ein richtig schöner Herbstton, würde ich mal so sagen. Ja, geswatcht schaut er so aus. Also mag ich gerne. Das müssen wir uns mal auf dem Gesicht anschauen. Das heißt, ich gehe auch da mit meinem Pinsel rein. Oh, der ist aber intensiv, Leute. Trage mir den hier einfach mal auf und verteile den auch. Der ist sehr stark parfümiert. Hat auch einen Glow irgendwie mit drin, wenn ich das richtig sehe. Oder ist es die Foundation, die durchkommt und der Highlighter? Man weiß es nicht. Sieht auf jeden Fall auch im Fändchen nicht unbedingt matt aus. Aber ihr seht's, ne? Wenn ich das jetzt ausblende, ist es sehr subtil. Was jetzt nicht negativ ist, aber das ist eine Feststellung, die ich mit euch teile. Das heißt, der Pinsel ist ordentlich aufgeladen. Ich habe den aber ein bisschen abgeklopft, damit er jetzt nicht zu viel auch so im Gesicht rumschwirrt. Und dann blende ich das einfach ein. Also ein wunderschöner Alltagsblush. Das muss ich sagen, ne? Also ich sehe den jetzt auch hier ganz normal bei mir im Spiegel. Und das sieht richtig, richtig harmonisch aus, sehr natürlich, ne? Aber ich glaube, für jetzt vor der Kamera sieht man den nicht so intensiv. Man sieht ein bisschen was, aber man sieht jetzt nicht so richtig bam in your face, gerade wenn man jetzt irgendwie krasse Augenlook schminken würde oder so, wäre das für mich persönlich einfach ein bisschen tricky. Ja, dann werde ich jetzt nochmal meine Augenbrauen machen. Die Augenbrauen sind drauf und jetzt verwende ich die Mini Starlet von Natasha Denona. Das ist die kleine Fünferpalette hier, um einfach mal
ich sag mal, einen easy-peasy-Augenlook zu schminken. Ich glaube, das kann man mit solchen Fünferpaletten eigentlich am besten machen, weil man da halt nicht so die Riesenauswahl hat und dann geht es eigentlich meistens ein bisschen schneller. Ich starte mit dem mittleren Ton. Das ist so ein ja, helles Aprikot-Tönchen, ne? Und den setze ich mir schon mal ein bisschen in meine Lidfalte. Zum Setten wäre der mir auch tatsächlich zu orange und zu intensiv. Man sieht es ja auch, ne? Das ist schon ein derber Ton. Ich glaube ja, dass diese Palette blaue Augen richtig krass zum Leuchten bringt. Und ich bin mal gespannt, wie das jetzt mit meinen grün-braunen Augen harmoniert. Dann nehme ich den ganz linken Ton in der Palette. Das ist ein Braun, der das halt auch kühl ist, aber nicht so kühl wie das weitere Braun, was hier noch drin ist. Den setze ich mir hier außen einfach rein. Auch ein ganz kleines bisschen in die Lidfalte. Dadurch hat man hier nochmal so eine ja, Vertiefung quasi, ne? Finde ich eigentlich ganz hübsch. Und dann nehme ich mir so einen festgebundenen Pinsel und den sehr, sehr kühlen, aschigen Ton, der hier noch auf der komplett rechten Seite ist. Der hat auch so einen ganz leichten Aubergine-Einstich, würde ich sagen. Und den setze ich mir an den unteren Wimpernkranz. Hier außen verblende ich mir das dann mit dem dunklen Ton von oben. Und das macht ehrlich gesagt richtig Spaß, auch wenn diese Palette, also die Farbgebung und auch ne, die Töne an sich schon außerhalb meiner Komfortzone normalerweise sind, schon was anderes. Ich habe tatsächlich nicht Fallout von der Palette, sondern von meinem sich mittlerweile lösenden Wimperntuschen-Dasein. Aber das werden wir ja gleich ein bisschen auffrischen. Jetzt brauchen wir Schimmertöne. Ich habe mir irgendwie aber angewöhnt in letzter Zeit, dass ich halt vorher den NYX Glitter Glue verwende. Was heißt in letzter Zeit so ungefähr seit, keine Ahnung, einem halben Jahr oder so, dass ich den halt vorher verwende. Einfach weil ich jetzt ja auch sehr, sehr viele Videos drehe und weil dann auch sehr, sehr viel Bewegung in meinem Gesicht drin ist. Und dann hält einfach Schimmer viel länger auf meinem Auge und er kommt auch noch strahlender rüber. Man kann natürlich auch einfach den Pinsel anfeuchten oder sich ein bisschen, hier, wie heißt das, Concealer auf das Lid geben. Aber ich mache das sehr gerne mit dem NYX Glitter Glue, weil das dadurch bei mir immer am besten funktioniert. Ja, zwei Schimmertöne sind hier drin. Alle beide wollen ja gerne verwendet werden. Das ist so ein bronzefarbener Ton und ein etwas hellerer Ton. Den bronzigen Ton werde ich mir jetzt einfach mal mit dem Finger hier außen auftupfen. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Und den hellen Schimmerton gebe ich mir auf mein komplettes bewegliches Lid. Das ist eigentlich eher ein Topper. Deswegen versuche ich den auch richtig derbe zu schichten, dass der auch krass rauskommt. Und das geht ganz gut, würde ich mal so sagen. Das sieht aus, als wäre mein Auge sehr, sehr nass. Ne? Da ist aber nichts Nasses drauf, das ist Lidschatten. Das ist eine sehr, sehr schöne Palette. Also ich habe jetzt ja auch alle Töne verwendet und ich finde, dass man damit auch einen wirklich schönen Look schminken kann. Man kann es ja auch dezenter halten, ne? Wenn man das wirklich alltagstauglich haben möchte. Aber ich finde es so sehr nice. Na, hier hätte ich vielleicht noch etwas schöner verblenden können. Das werde ich jetzt wahrscheinlich noch etwas nachholen dürfen. Ja, aber ansonsten ist es ein richtig schöner Augenlook. Die Töne lassen sich auch toll verarbeiten. Also die kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Ne? Wenn man auf die Farbgebung steht und einfach eine schöne Alltagspalette sucht, ist da auf jeden Fall etwas, was man finden kann. Als Eyeliner verwende ich jetzt hier von Physicians Formula den, den ich aktuell sowieso immer in Anwendung habe. Das ist der Eye Booster. So können wir es auf jeden Fall lassen. Mag ich gerne leiden. Jetzt möchte ich gerne ein Fixing Spray verwenden. Das ist jetzt aber, soll angeblich ein mattes Finish haben, hat es aber angeblich doch nicht ganz so sehr. Also eher so ein seidenmattes Finish. Und zwar ist es von NYX das Matt Finish ja, Make-up Setting Spray. Das ist dieses hier. Und da bin ich jetzt einfach mal gespannt drauf. Hat einen, ja, okayen Sprühnebel, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ich habe auf jeden Fall gespürt, dass ich angesprüht wurde. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich das Empfinden hätte, dass jetzt irgendwelche großen Tröpfchenbildungsgeschichten kämen. Und noch sieht es jetzt auch nicht super mattiert aus, ne? Meine Wimpern kann ich jetzt ja gerade leider nicht biegen, weil ich ja heute Morgen schon eine Mascara aufgetragen habe. Das heißt, es wäre jetzt nicht so geil für die Wimpern. Deswegen verwende ich einfach die Mascara, die ich heute Morgen auch schon verwendet habe. Das ist von Grande Lash, die Grande Mascara. Das ist die Conditioning Peptide Mascara. Die soll auch irgendwie noch zum Wimpernwachsen anregen. Aber da ist mir ein kleines Malheur passiert. Da ist irgendwie der
der Stopper, der kommt die ganze Zeit so mit raus und ich kann das jetzt gerade nicht mehr so gut verwenden. Und die gibt es auch aktuell in diesem Set hier bei Lookfantastic. Und auch da könnt ihr mit Claudi Weltraum sparen. Ist in der Infobox verlinkt. Und auch dieses Wimpernserum, das Grande Lash. Das findet ihr aber auch im Lookfantastic Adventskalender. Und da könnt ihr auch mit Claudi Weltraum sparen. Ne? Schaut gerne mal dort vorbei. Und das Grande Lash verwende ich auch aktuell. Ihr bekommt hier aber auch noch mit drin das Grande Brow. Also ein Wachstumsserum. Dann haben wir hier auch noch Grande Lips. Das ist wie so ein Lipgloss. Dann haben wir hier auch noch Grande Buff. Das ist ein Moisturizing Lip Scrub und wie gesagt, die Mascara ist hier auch noch mit drin. Ich möchte jetzt aber einfach irgendwie eine Mascara verwenden. Ja, die offizielle Retterin des Looks ist die MAC Stack Mascara, die ihr übrigens auch in dem Lookfantastic Adventskalender findet. Die habe ich nämlich jetzt hier noch drüber gegeben und die hat das sehr gut gebacken bekommen, ne? Dass wenn man schon Mascara drauf hatte, dass sie da dann auch nochmal den Wawa-Woom-Effekt gegeben hat, aber ich finde, es sieht jetzt nicht so optimal aus, also schon ziemlich verklebt. Ich mag aber den Augenlook richtig gerne leiden. Also das sieht toll aus, mag ich gerne, kann ich euch wirklich empfehlen, aber da am besten vorher die Wimpern abschminken, wenn man sie am Morgen vorher schon gemacht hat. Für die Lippen habe ich hier was von Lovia. Ich finde, die Marke sollte auch mal wieder etwas häufiger gezeigt werden und die haben Lippenprodukte. Daily Coffee ist hier die Farbe von dem Lip Liner und ich finde, dass jetzt auch so ein brauner Lip Liner oder ein brauner Lippenlook zu dem Augenlook sehr gut passen kann. Fragt mich nicht, warum ich das Gefühl habe, aber irgendwie kitzelt dieser Lip Liner total auf den Lippen. Sehr schöner Braunton, ne? Sehr warm. Sehr, wirklich, ne, Sweet Coffee mäßig oder wie war die Farbe? Daily Coffee. Ja, und darüber gebe ich mir hier diesen Liquid Lipstick in der Farbe Daily Coffee. Das ist dieser hier. Ich hatte euch ja schon mal letztens gesagt, ich möchte gerne auch mal ein paar mehr Liquid Lipsticks ausprobieren, denn seitdem ich den hier von Linda Hallberg ausprobiert habe, wo man, glaube ich, auch immer noch mit Claudis Welt 20% bei Purish auf alles sparen kann, habe ich das wirklich gemerkt, dass es Liquid Lipsticks gibt, die ich auch wirklich toll finde. Und den hier probieren wir mal aus. Riecht soweit noch nicht wirklich was, ne? Sehr interessant. Also der ist etwas gräulicher, also etwas aschiger als der Lip Liner und wie Wasser auf den Lippen. Betont jetzt auch nicht irgendwie unangenehm die Lippenfältchen oder so. Man muss halt für sich selber entscheiden, ob man das mag, dass man so einen Ton auf den Lippen hat, ne? Der ja doch sehr, ja, fast schon ins Grünliche geht, würde ich. Also der ist sehr cool, also kühl, also mag ich. Ist einfach was anderes. Macht der weiße oder eher gelbe Zähne? Ich glaube eher gelbe, oder? Ja, man sollte solche Grimassen schneiden, Claudi. Das ist immer eine ganz gute Geschichte. Ja, okay. Der trocknet auch wohl, aber es ist jetzt nicht, dass er sofort anzieht und man gar keine Möglichkeit hätte, mal irgendwie zu korrigieren oder so. Also der braucht schon eine Weile, der ist immer noch nicht trocken. Also fühlt sich auf jeden Fall angenehm auf den Lippen an, aber ist jetzt nicht so dieses typische super trockene, super schnelle Liquid Lipstick Gefühl, was ich persönlich eigentlich positiv finde. Aber das muss man auch selber für sich entscheiden. Ich habe euch alle Produkte in der Infobox verlinkt. Gibt es hier ein absolutes Flop-Produkt? Naja, hier an der Grande Mascara, das ist halt das Problem mit dem Stopper gewesen. Das kann man so nicht beurteilen. Aber ansonsten muss ich sagen, habe ich hier wirklich gute Produkte. Selbst das Setting Spray hat ein Satin Matt gemacht. Also so ein bisschen würde ich sagen, dass das ein bisschen was auch von einem Urban Decay All Nighter hat. Aber ich lehne mich da nicht allzu weit aus dem Fenster. Macht auf jeden Fall einen guten Eindruck. Ansonsten die Base gefällt mir sehr gut. Eher was geeignet für mich, wenn ich halt nicht vorher zur Ausreinigung war. Aber ansonsten, Leute, lasst mal wissen, was meint ihr? Wie findet ihr den Look? Was haltet ihr von den Produkten? Schreibt das gerne in die Kommentare und dann wäre es das ja auch schon wieder gewesen. Ja, wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen, ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.